Ja. So, hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder bei Majora's Mask und dem Table Tennis und dem Panic. Genau, im letzten Part haben wir eine Menge mit Horror Kids und dem ganzen Quatsch gemacht. Jetzt wollen wir den Maskenhändler hier, den komischen gelben Chinesen, der irgendwelche Nick-Störungen hat, mal ansprechen. Hast du den Kobold ein edles Instrument abgenommen? Jetzt schüttelt er uns. Oh. Du hast sie! Nee. Ich frage mich auch geil, wo kommt bitte schon diese Orgel hin? Geil, ja, da wieder aus dem Mut. Und sein Kopf, guck mal seinen Kopf an, sein Kopf dreht sich um 180 Grad. Das sieht aus wie ein Vogel. Dann hör mir bitte zu, bitte spiele dieses Lied nach, das ich vortragen werde. Bring es dir gut ein. Was kommt jetzt? Also präge es dir gut ein, könnt ihr vergessen, Leute. Das kann ich nicht. Okay. Und das ja einfach. Muss da links, rechts, unten. Und das machst du zwei. Ja, das ist ja einfach. Ja, ich auch mal. Gesehen, daneben. Nein, mach ganz langsam. Sogar in Grau steht's doch mal da. Ja, ich treff die Tasten trotzdem nicht. Diese Lieder animieren zum Mitsingen. Ja, immer die Hintergrundmusik. Ich singe mittlerweile singe ich nur noch mit. Bei Ocarina of Time. Das ist ganz schlimm, finde ich, aber die Musik ist echt genial. Ja, es muss ja aber in diesen komischen Yabu-Yabu-Bauch rein, ey. Oh, da hab ich auch Bock zu, ey. Mit diesen komischen Quallen. Oh, oh. Mit der scheiß Ruto, die dauert. Oh. Und dann immer diese komischen Löcher, da muss man mal richtig springen. Oh. Ich hasse und den ich auch. Ja, und danach muss ich noch. Skulptura sammeln, weil ich den ja diesen Bumerang habe. Da kriege ich die auch, die höher an der Wand sind. Da würde ich auch nochmal ein Special-Video oder irgendwas machen, wo ich nur Skulpturas jage. Okay, Moment. Oh. Diese Melodie hilft gegen böse Magie und unruhige Geister, indem sie sie in Masken verwandelt. Das sollte dir in Zukunft weiterhelfen. Sehr gut. Zum Andenken an diesen Tag gebe ich dir diese Maske. Fürchte dich nicht, denn der Zauber ist in dir versiegelt. Wenn du sie trägst, erlangst du deine vorherige Form. Nimm die Maske wieder ab, um dich zurückzuverwandeln. So, das werden wir tun. Wir sind jetzt in der normalen Gestalt des Links, so wie wir ihn haben wollen. Deko, Mist hier, Inventar, alles klar. Scheiße, mir fällt gerade ein, ich weiß den Code von dem komischen Bomberkack nicht mehr. Der ist auf dem Tagebuch notiert. Ja, aber Notizbuch. Du hast noch kein Tagebuch, wenn du noch nicht als Kind da warst. Jetzt ist es an dir, deinen Teil des Versprechens einzuholen. Scheiße. Moment. 4. Boah. 3, 1. Warte mal, 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 5, 2, das kann sein. Boah, es ist so lange her. Oder Moment, oder? Ach, den kriegen wir zusammen. Meine Maske. Du hast sie nicht. Sie zurückbekommen. Oder? Warte, jetzt wird er böse, jetzt wird er böse. Jetzt wird er böse, jetzt. Ach, jetzt heißt es. Oh, es. Ne, ach, ist mir. Wenn du meine Maske da draußen zurücklässt, wird etwas Furchtbares passieren. Also, Chinese rastet aus. Chinese rastet aus, ja. Diese Maske, die mir gestohlen wurde, es ist Majoras Maske. Ihr haftet einen Fluch an. Es wird erzählt, diese Maske war Bestandteil von Hexenritualen eines altertümlichen Stammes. Aha. Wo kommen eigentlich die anderen Masken her, die Fähigkeiten haben? Also die werden ja immer so weitergegeben, sozusagen so. Das weiß immer ich. Wenn die Maske, immer werden die Masken eigentlich so weitergegeben, so. Moment. Aber das hat man ja nicht. Ah, das hat man ja nicht mehr gemacht, diese Masken. Dieses Verwandeln, das gibt's ja nicht mehr. Moment mal kurz, ich lese mal kurz. Wenn man den Legenden glauben kann, wird, war das Unglück, das durch Majoras Maske angerichtet wurde, so groß. Dass ein Mond kommt. Boah, das ist im Mond schon. Ja. Dass die Urväter, die aus Angst vor einem vor einer größeren Katastrophe in Finsternis versiegelten, um weiteren Missbrauch zu vereiteln. Ja, meine Aussprache, meine Betonung ist erste Klasse. Doch der Stamm ging unter. Also weiß niemand von der wahren Natur der Kräfte, die dieser Maske innewohnen. Oh Gott. Da weiß Bescheid. Aber ich spüre sie. Also Leute, wenn ihr im dunklen Raum sitzt und euch das anguckt, macht Licht an. Ihr könntet Angst bekommen. Ich
bin weit umhergewandert, um diese sagenumwobene Maske zu finden. Und als ich sie besaß, spürte ich, wie sich ein düsteres Omen abzeichnete. Ich fühlte, wie das Entsetzen seine Hand nach meiner Seele ausstreckte. Können die scheiß Dialoge jetzt mal aufhören? Doch jetzt hat dieser Kobold sie. Es gehen die Schlitzaugen auf. Du musst diese Maske bald wieder beschaffen, oder alles. Oder etwas Schreckliches wird passieren. Ich flehe dich an. Du musst es schaffen. Wirklich. Wirst du das für mich tun? Ich war mir sicher, dass du dich so entscheiden würdest. Wir haben überhaupt gar nichts gesagt. Du schaffst das. Du bist dieser Aufgabe gewachsen. Hab Vertrauen in deine Fähigkeiten. Hab Vertrauen. Naja. Links sagt er nie was. Das geht ja immer so automatisch aus. Ja, das ist eh das Geilste, ne? Der sagt nie was und die sagen immer, ja, danke. Ich bin ja so froh. Und mir ist mal aufgefallen, wer immer sich genau die Dialekte bei Ocarina of Time, wenn man diese durchliest, sieht immer, dass manchmal das nach dem Komma ist ja das, wird ja immer mit SZ gemacht, obwohl es eigentlich mit Doppel-S ist. Die alte Rechtschreibung noch. Ja, das Spiel ist auch schon alt, ne? Ich weiß. Müsste man achten, Ocarina of Time. Was? Da sind immer die ganzen Rechtschreibfehler drin, Ocarina of Time. Also sind ja. In Spielen sind generell teilweise Fehler drin. So. Deine Fee möchte dir was sagen. Mensch, koste es, was es wolle, aber wir müssen das Schlimmste verhindern. Ey, die Dialoge gehen mir auf den Nerv. Die Sümpfe, die Berge, der Canyon, der Ozean. Was wollte Tail damit sagen? Ich wette, er meinte die vier Gebiete außerhalb der Stadt. Du findest sie im Norden, Süden, Osten und Westen. Aber was meinte er mit die vier, die dort waren? Ich habe keine Ahnung, wenn er nur rascher zum Punkt kommen würde. Du solltest einfach losziehen und es herausfinden. Geradewegs durch dieses Tor führt dein Pfad direkt in die Sümpfe. So, jetzt sind die Dialoge vorbei. Endlich. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir werden die Bomber besuchen gehen, oder? Boah. Jetzt sind wir ja normal. Jetzt können wir auch ein Bomber werden. Die nehmen ja keine Migranten auf. Wie die Migranten. Ja, du, das sind keine Deutschen. Wir sind ja als Deutsche mal nett. Wir nehmen alle, aber die hier. Nee. Das sind auch so. Zieht euch die mal rein. Das sind auch so Chinesen. Obwohl, ja, es geht. Na, das sind eher Elfen. Die haben so Elfenohren. Okay, was nehmen wir als erstes? 43152. 5 genau, 2. Oh, das, ich glaub's nicht. Du kennst den Code. Egal. Leute, ohne Spaß, ich hab's das letzte Mal gespielt, echt vor einer Woche oder anderthalb, und ich habe keine Ahnung mehr von dem Code gehabt. Das war reiner Zufall. Geil. Das sind immer die geilsten Stellen. Es gibt jede Menge cooles Zeug im Haus dieses Sternentyp. Oh, und es lebe die Bruderschaft der Bomben. Die Bruderschaft. Was muss jetzt eigentlich da machen? Das weiß ich gar nicht mehr. Wir müssen jetzt, also ich wollte jetzt mich auf den Weg machen zu der Toilette. Und ob wir, Moment mal, fällt mir gerade, haben wir... Wir haben das Tagebuch oder das Notizbuch noch gar nicht. Wo kriegt man denn da mal her? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das ja nie so richtig gespielt. Das ist keine Stimmste. Ich habe es vor 1-2 Monaten noch gut gespielt, aber... Mein Gedächtnis, also wenn ich ein Spiel einmal spiele, ich habe ein sauschlechtes Gedächtnis. Ich kann mir nur so von bestimmten Spielen kann ich merken. Also es gibt so zwei Spiele, da weiß ich wirklich alles auswendig. Also da kriege ich jeden Winkel. Welche sind das? Also zum Beispiel Resident Evil 4, da kenne ich echt jeden Winkel. Weiß, wo jeder Zombie steht, ich weiß, wo alles war. Also das weiß ich wirklich. Bioshock 2 weiß ich, besonders weil ich das Spiel schon mal einen Tag durchgespielt habe. Okay. Ich spiele das mal auf der PS3 durch und da jag ich mal Trophäen. Ich bin Trophäenjäger, ich muss mal allen Scheiß finden. Okay. Ja, also wirklich. Und Zelda weiß ich alles. Ocarina of Time, da weiß ich alles. Wir müssen mal kurz dazwischen. Wir können hier noch nicht durch, weil der scheiß Ballon da ist und wir noch keine Waffe haben, mit dem wir den Ballon töten können. Also, ja. Naja, du kannst dich doch zum Deko-Kit machen. Ach ja! Ey, Leute! Ich glaube, ich muss öfters jetzt. Ich glaube, ich muss öfters jetzt mal hierbei sein. Ich glaube genau. Auch. Scheiße. Oh, ich sehe gerade, der Part. Muss schon wieder einen Cut haben. Leute, ich sag euch eins.
hier mein Kommentator, jetzt war The Panic. Ihr könnt ihn finden bei meinen Abonnenten. Schaut bei ihm auf jeden Fall vorbei. Und wir sind sogar noch befreundet bei YouTube, ja? Ja, Leute. Also, ihr wisst Bescheid. The Panic, Ocarina of Time Challenge. Schaut vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Majora's Mask. Das waren euer Table-Tennis-Gamer und... Der Panic. Ciao, Leute.